herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringray. So, okay, dem Pausebildschirm entronnen. Hurra! Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von 7 Tage mit El Shaddai, Ascension of the Metatron. Ich musste jetzt ganz kurz tatsächlich überlegen, ob ich den kompletten Titel des Spiels noch zusammenbekomme oder nicht. Aber es hat ja zum Glück funktioniert. Tag 4. Wir sind bei Tag 4 angelangt und ich bin mir gar nicht sicher, hatte ich das? Doch, ich glaube, wir hatten das aktiviert. Jetzt war nur die Frage, hatte das jetzt schon irgendwas verändert oder wo geht's überhaupt weiter? Geht's hier weiter? Nö, irgendwo hier auf der rechten Seite, oder? Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen hereinfuchsen. Es ist jetzt für mich nicht nur ein Tag her, muss ich gleich dazu sagen, sondern natürlich, cool. Natürlich sind es wieder ein paar mehr Tage. Ja, hatte in den letzten vier Tagen, ungefähr so ist die Pause zwischen dem letzten Part, den ich aufgenommen hatte. Ich hatte ein bisschen viel zu tun, beziehungsweise auch ein bisschen viel anderen Kram und so weiter. Aber jetzt habe ich zum Glück ein wunderbares, verlängertes Wochenende, was bedeutet, dass ich genug Zeit habe, um ein bisschen was aufzunehmen, vor allem auch hier weiterzumachen und so. Und ich glaube, Moment, das sieht doch einigermaßen gut aus, oder? Wenn ich jetzt hier so auf der linken Seite gucke, dann müssen wir ja gar nicht so weit zurückgehen, sondern können galant mit wundervollen Doppelsprüngen einfach mal hier hochkommen. Und dann sollte das doch eigentlich der richtige, der nächste Weg sein. Genau, und hier kommen wir zu unseren nächsten Gegnern und uns wird wieder irgendwas beigebracht. Gegenangriffe. Jeder Angreifer ist einen Moment lang ungeschützt, wenn er angreift. Es zahlt sich also aus, den Schlag eines Gegners einzustecken und mit einem eigenen Gegenangriff zurückzuschlagen. So kannst du deinem Gegner viel mehr Schaden zufügen. Okay, also quasi ein Konter, kann man so sagen, oder? Gegenangriffe bringen anscheinend nichts. Was zum Teufel ist? Ich hatte jetzt den Knopf einfach mal gedrückt gehalten. Gut, wir haben halt so eine aufgeladene Attacke, das ist schön und süß. Was ich mir jetzt gerade nochmal frage, ja, ich muss nochmal den richtigen Knopf fürs Entwaffnen finden. Verdammt, Moment, aber irgendwie, aha, so kann ich reinigen, das ist gut. So, jetzt haben wir den einen wieder nackig gemacht und im Endeffekt funktioniert das dann alles schon so irgendwie. War denn das nochmal so? Das sieht schon, es sieht schon irgendwie, naja, also es sieht schön aus, wäre jetzt vielleicht auch, okay, gut. Wundervoll. Hinbekommen. Dass es sehr, sehr schön aussieht, das wäre jetzt vielleicht auch zu viel gesagt oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, was mich so daran stört. Die Charaktere sind teilweise eben nicht so ausmodelliert, wie man es vielleicht von anderen Spielen kennen würde oder so. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich auch argumentieren, das ist halt irgendwie einfach nur so ein Stil. Deswegen passt das schon so. Ich bin mir selber nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Irgendwas stört mich jedenfalls bei den Charaktermodellen. Ich kann es nicht genau sagen, was es ist. Aber, ja, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass da irgendwelche Details fehlen, die da sein müssten, aber die irgendwie nicht da sind. Es ist ganz komisch. Okay. Okay. Ich bin ja mal gespannt, vor allem, ob wir dann jetzt bei Zeiten irgendwie auch mal auf einen dieser wunderbar lustigen, gefallenen Engel treffen, der dann vielleicht und unter Umständen auch mal ein angenehmeres Ziel abgibt, als zum Beispiel Azazel, von dem wir jetzt mittlerweile schon ein paar Mal, zweimal, dreimal irgendwie auf die Plauze bekommen haben. Es wäre ja irgendwie ganz schön und nett, mal so einen richtig tollen Endgegner zu bekommen, der vielleicht auch ein bisschen schnucklig inszeniert ist und so und wo man dann mal ein bisschen die neuen Fähigkeiten in Anführungszeichen ausprobieren kann. Das würde ich zumindest recht reizvoll finden. So, für den Moment gebe ich mich jetzt erstmal damit zufrieden, dass ich hier diese Pfade eben entlang gehe und einfach nur irgendwelche Schalter betätige. Es geht ja voran. Und das ist ja irgendwie fast schon die Hauptsache. Und hier immer mal wieder ein bisschen Kanonenfutter dazwischen. Das passt schon. Der Vorteil, der sich daraus ergeben hat, dass ich jetzt eine kleine Aufnahmepause zwischen den Parts einfach hatte, ist der, dass ich jetzt auch erste Kommentare von eurer Seite zu diesem Spiel lesen durfte. Also, was jetzt so allgemein das Feedback angeht zu den ersten drei Teilen, die jetzt mittlerweile auf YouTube erschienen sind, ich glaube, machen wir uns nichts vor, wenn ich ein Let's Play zu El Shaddai gestartet hätte. Das wäre vermutlich nicht gar so gut angekommen.
Beziehungsweise die meisten Leute hätten nicht wirklich etwas damit anfangen können. Okay. Sehe ich alles ein, ist ein... Was bist du denn? Achso, du bist wieder ein so ein Mensch, oder? Der mir irgendwas sagt? Die gefallenen Engel haben den Himmel verlassen, um sich vor Gottes Blicken zu verbergen. Die Menschen kamen in Scharen in die falsche Welt, die sie erschufen, und wurden durch einen Schleier verborgen. Die Menschen und ihre Zivilisation blühten auf. Sie verehrten die gefallenen Engel und vergaßen Gott. Unsere Gebete können nicht mehr von Gott erhört werden. Aha. Aber du bist einer der Menschen, der jetzt quasi gesehen nicht auf die Engel hereingefallen ist. Kann das unter Umständen der Wahrheit entsprechen? Und deswegen gibst du mir diese Information. Wundert mich dann trotzdem, dass du hier auf dieser Säule einfach so herumstehst und dir das Feuerwerk anguckst, aber was soll's. Feuerwerk ist toll. Gut, nächste, ja, Mini-Arena, so bist du da, dachte ich mir. So, dass jetzt die nächsten Feinde hier auch herumlungern, denen ich wieder die Waffe klauen kann. Das funktioniert alles wunderbar. Ja, also wie gesagt, unbekannter Titel, deswegen können die allermeisten von euch nichts davon anfangen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Gleichzeitig wurde mir auch gesagt, nach dem ersten Part, also Hering, das war zumindest der Kommentar von Campus Death so ungefähr, so doll sieht das jetzt wirklich nicht aus, insbesondere wenn man es eben mit anderen Spielen dieser Art vergleicht. Es kam der Vergleich auf zu Bayonetta 2 zum Beispiel, wobei, ja, also da kann ich nicht mitreden, weil ich habe Bayonetta nicht gespielt, ich kenne es nur aus Videos. Ich weiß, dass es abgedreht, cool inszeniert ist, wie auch immer, und dass das sicherlich auch ganz viel Spaß macht. Ich glaube aber, also auch wenn es von dem Gameplay her so in eine ähnliche Richtung geht wie Bayonetta, das hier ist doch irgendwie allein auch schon, was die Inszenierung der Geschichte angeht und so, eine gänzlich andere Sache. Deswegen ist der Vergleich da vielleicht ein ganz kleines bisschen unfair. Ich bin mir da unschlüssig. Ja, wenn man es jetzt wirklich nur auf, wenn man es auf die Präsentation jetzt einfach beziehen möchte. Noch dazu ist, ja gut, El Shaddai, ich habe es mittlerweile nachgeguckt, ist aus dem Jahre 2011. Also es hat jetzt tatsächlich eben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich weiß jetzt nicht, wie alt Bayonetta 1 und 2 sind, beziehungsweise Teil 2 ist einfach, weil der kam letztes Jahr für die Wii U raus, also 2014. Weiß nicht, wann Bayonetta 1 rauskam. Ob das in eine ähnliche Zeit fällt wie El Shaddai oder so. Also von daher war es da vielleicht noch nicht so weit, bis mit sich Inspirationen davon holen oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube auch nicht, dass es der Anspruch der Entwickler hier war. Was ich übrigens recht interessant fand, was ich auch auf Wikipedia gelesen habe, die Entwickler von El Shaddai sind auch dieselben Leute, die zum Beispiel Deadly Premonition gemacht haben. Wozu ich ja auch mal frisch angezockt gemacht hatte, lang ist es her. Schnubbi und Tryzer hatten dazu auch mal ein Let's Play angefangen zu dem Spiel. Und das war ja so ein, ja, ein Ideenfeuerwerk, könnte man fast sagen. Oder beziehungsweise ging auch so in eine ganz eigene, krude Richtung, die aber irgendwie extrem viel Spaß gemacht hat, wenn man sie eben so auf Mystery-Gedöns also wenn man auf so Mystery-Gedöns steht, dann kann man, glaube ich, mit Deadly Premonition extrem viel Spaß haben. Und das Spiel hat mich auch, also Deadly Premonition hatte mich auch immer noch gereizt. Also irgendwann hätte ich mich schon noch ganz gerne mal da dran gesetzt. Weiß, hab halt nie so richtig den Punkt gefunden, wo dann die Lust schlussendlich tatsächlich gesiegt hat, wo ich mich dann hätte dran setzen können. Yeah. We got ourselves a situation. We just gotta trust him. Okay. Talk to you later. Ah, das ist wieder Lucifer, der wieder mit Gott gesprochen hat. Ja, ihr könnt mir auch vertrauen, weil ich voll krass bin. So, hi. Du redest wieder mit mir? Kurz mal gucken, was du zu erzählen hast. Die gefallenen Engel haben Monstrositäten ernannt, um die Menschen zu überwachen und zu bedrohen. Mit ihren goldenen und silbernen Rüstungen, Entschuldigung, sind die beiden ein furchteinflößender Anblick. Sie segeln durch den Himmel und setzen endlose Klingenschauer frei. Klingt ja jetzt nicht so sympathisch. Goldene und silberne Rüstung. Das sagt mir jetzt also, dass ich ganz bald demnächst vermutlich auf den Sack bekomme. Ah, ich war mir überlegen, ob ich die Dinger hier kaputt machen kann. Ich kann es tatsächlich, gut. Speicherpunkte scheinen ziemlich fair gesetzt zu sein. Also seit dem letzten Mal ist zwar ein bisschen Zeit vergangen, aber jetzt auch nicht so schrecklich viel. Deswegen... Und noch dazu speichert das Spiel auch noch automatisch, was mir aufgefallen ist, als ich meinen Spielstand neu laden wollte. Also von daher, das ist eigentlich sehr löblich. Das funktioniert hier in El Shaddai. Das ist sehr, sehr gut. So, was nun? Achso. Die Monstrositäten.
Ja. Enoch, you do have the strangest pets. Okay, here's the deal. See these little things? They're called gales, weapons made from God's wisdom, just like arches. They'll be a little harder to steal. First, you'll need to get in close. Na, ran kriegen wir hin. Problem ist nur, dass hier ist nicht wirklich eine gute Kampfarena. Geh weiter und reiche Angreifen aus. Aha, ja, gut. Soll ich vielleicht... Au. Okay, das war jetzt nicht so klug. Ich soll mich jetzt momentan auch gar nicht wirklich mit denen anlegen, oder? Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich gehe einfach mal weiter. Immer wieder weiter diesen Pfad entlang. In der Hoffnung, dass ich nicht zu sehr auf die Plauze bekomme. Aber ich möchte auch immer wieder alles kaputt machen. Deswegen bleibe ich halt immer, ja, in diesen Momenten ganz kurz mal unbeweglich. Au. Im Endeffekt ist es aber schwachsinnig, oder? Weil immer, wenn ich die Dinger hier kaputt mache, ich bekomme eigentlich nur das wieder, was ich im Endeffekt verliere, wenn ich von denen getroffen werde. So habe ich zumindest den Eindruck. Au. Ich habe ein bisschen was von meiner Rüstung verloren, glaube ich. Fürchte ich. Wie auch immer. Ach, das ist doch... Das ist doch doof. Ich will doch nur alles haben hier. Einfach so aus Prinzip. Das ist irre. Was zum Teufel? Cool. Es ist irre irritierend, dass man... Ah, keine Zwischensequenz? Okay. Auch das funktioniert. Es ist irre irritierend, dass man absolut keine Anzeigen auf dem Bildschirm hat über irgendwelche Dinge, die man einsammelt oder, wie gesagt, Lebensenergiebalken oder sowas. Fehlt alles komplett. Ist eigentlich auf eine gewisse Art und Weise cool. Bei manchen Spielen, da ist es echt so, dass die Entwickler dann so sagen, ja, das ist total das Feature und so, dass man die ganzen Gegenstandsanzeigen oder wie auch immer, dass man das alles gar nicht so richtig auf dem Bildschirm sieht, sondern dass man da erst, was weiß ich, in einem anderen Spiel in seine Taschen richtig gucken muss oder so. Weiß ich nicht. Da fällt mir, glaube ich, Alone in the Dark ein oder so. Ich glaube, der letzte Alone in the Dark Teil, der so rauskam, da war das, glaube ich, so, dass man wirklich Manteltaschen hatte. Das heißt, hier hat man eben an seinem Körper runtergeguckt und da konnte man so, ja, in seine Taschen gucken und dann eben schauen, was man da alles so mitgenommen hat. Ich glaube, dass das so war, weiß ich nicht. Das ist zugegebenermaßen auch ein bisschen länger her, dass ich das mal gesehen habe. Gut, ich glaube, den Weg haben wir jetzt soweit geschafft. Es fällt jetzt gerade mal auf, dass die Entwickler auch ganz gerne mal irgendwelche Stellen recyceln, wenn sie da bestimmt einen ganz besonders Bock drauf hatten. Wie zum Beispiel dieser überaus seltsame Pfad hier. Nachdem ich jetzt eben gerade gesehen habe, dass man hier auch blöderweise runterfallen kann, bin ich eigentlich... Ja, ich versuche gleichzeitig ein bisschen vorsichtiger zu sein und so. Wir wollen uns ja... unnötige Arbeit ersparen. Ich glaube, das wäre tatsächlich besser. Und das da oben ist bestimmt wieder ein total cooler Teleport, der mich vielleicht dann in eine Kampfarena bringt, wo ich mich mit den goldenen und silbernen Dupsis da irgendwie so abgebe. Na, habe ich recht? Oder habe ich nicht recht? Ich bin... noch nicht in einer Kampfarena, aber das sieht gut aus. Oder auch nicht, wenn ich mir diese Pfade hier angucke. Na gut. Ich kann jedenfalls nur sagen, lange Rede, kurzer Sinn, was El Shaddai angeht. Er übt noch. Ja. Ich gebe mir ja schon voll Mühe, ey. Stell mich bitte nicht vor Gott bloß. Gott muss doch eigentlich auch Bescheid wissen. Davon abgesehen. Ups. Ist er nicht der allwissende Gott, der auch total über uns Bescheid weiß? Ich weiß ja nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, was El Shaddai angeht. Ich muss sagen, dass ich mich einfach darauf gefreut habe, auch so ein ganz klein bisschen, dass ich das Spiel jetzt weiterspielen kann. Und dass ich eben noch ein bisschen Zeit mit diesem Spiel hier im Rahmen dieser... Videositzungen verbringen kann. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das Spiel dann irgendwie für mich weiterspiele, wenn es dann
wenn die 7 Tage dann rum sind. Keine Ahnung. Es hat jedenfalls irgendwie was. Ja, vielleicht, weil es momentan auch noch so unkompliziert ist und so. Es hat irgendwie momentan noch was. Es hat einen gewissen Reiz einfach. Sagen wir es mal so. Und das finde ich eigentlich ganz schön. So, das hier sieht doch eigentlich so aus. So ähnlich aus wie eine Art Kampfarena oder irgendwie sowas in der Art. Ich würde aber einfach mal sagen, dass wir uns das tatsächlich erst beim nächsten Mal anschauen, wenn es weitergeht mit El Shaddai. Ein bisschen was, ein bisschen Zeit haben wir noch, die wir mit diesem Spiel verbringen können. Und dann mal schauen, wie die Reise so weitergeht. Ich sag für den Moment dann erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.